Herzlich willkommen bei Joes Hobbykanal. Ich bin Jasmin und ich wollte euch heute mal mitnehmen zu einem experimentellen Rezept mit grünen Tomaten. Weil wir haben einige grüne Tomaten im Garten noch übrig gehabt und müssen die irgendwie verarbeiten. Und ich möchte jetzt mit euch mal Marmelade draus machen. Keine Ahnung, wie es wird, aber wir schauen uns das jetzt mal an. Als erstes muss man natürlich die Tomaten aufschneiden, kleinschneiden und wenn hier so schlechte Stellen sind, die nicht schön aussehen, wegmachen natürlich. Ich schneide sie in Würfel, schneide Teile weg, die nicht passen und möchte die Stücke dann kochen und dann passieren, um die Schale und die Kerne eben nicht in der Marmelade zu haben. Mal schauen, wie das so wird. Manche sind natürlich schon ein bisschen rot, aber ich denke, das müsste auch so gehen. Also hier so halbrote Exemplare oder eben halt die wirklich richtig grünen. Und da man die Stücke erstmal 12 Stunden einweichen soll, habe ich das schon mal vorbereitet, gestern Abend schon mal einen Teil geschnitten und damit machen wir jetzt weiter. Also so sieht das Ganze dann aus und ich hoffe, dass sich da einiges an Wasser auch gebildet hat. Nö. Also jetzt standen sie 12 Stunden, aber Wasser hat sich jetzt nicht wirklich gebildet. Naja, ich hatte halt auch San Marzanos und die haben ja von Anfang an wenig Flüssigkeit in sich. Ich werde es mal jetzt durch ein Sieb geben und schauen, ob wirklich gar kein Wasser dabei ist. Also mal schauen, ob Wasser drin ist. Aber es sieht schon sehr trocken aus. Das ist natürlich dann auch eine gute Möglichkeit, um die ganze Masse abzuwiegen, um dann zu wissen, wie viel Gelierzucker braucht man eigentlich und auch zu überlegen, wie viel Marmelade will ich eigentlich wirklich machen. Hier seht ihr jetzt mal 1 Kilo Tomatenstücke, die ja eben halt kein Wasser verloren haben, aber das liegt vielleicht auch wirklich daran, dass es San Marzanos waren und die eben viel Fruchtfleisch und wenig Wasser enthalten. Zu dem Kilo Tomaten kommt jetzt noch eine Zitrone und ein Kilo Gelierzucker 1 zu 1. Ich habe gedacht, vielleicht ist ein bisschen süßer auch okay bei den sauren Tomaten. Dann schneide ich die mal kurz auf und presse sie aus. Und dann kurz auspressen. Und den Saft, den tue ich jetzt gleich mal in den Topf. Dann habe ich mir gerade überlegt, ich koche das jetzt einmal kurz auf, um den Gelier-Effekt nicht zu haben, wenn ich es passieren möchte. Nach einer halben Stunde sind die Tomaten jetzt so weit gekocht, dass mir sie passieren kann. Dafür nehme ich einfach wieder eine Schüssel und ein Metallsieb. Und jetzt kam doch einiges an Flüssigkeit auch raus. Ich weiß nicht, ob man das wegmachen muss, aber ich glaube nicht. Beim Kochen müsst ihr wirklich aufpassen, weil mir ist die Masse jetzt unten im Topf angebrannt. Also langsam erst erhitzen, damit sich erstmal so ein bisschen Wasser absetzt und es dann gut kochen kann. Jetzt werde ich das mal hier durch das Sieb passieren. Eine flotte Lotte wäre natürlich einfacher, also wer sowas hat, macht es am besten damit. Schauen wir mal, wie viel das schon ist. Doch recht flüssig, aber jetzt schauen wir mal, ob das hier jetzt noch gut durchgedrückt werden kann, damit noch ein bisschen mehr Mousse dabei ist. Jetzt lasse ich das Ganze abkühlen und wenn es kalt ist, dann mache ich den Gelierzucker dazu und koche das Ganze nochmal auf.
Jetzt sind die Tomaten abgekühlt und wir können das Wiegen nochmal anfangen. Da ich ja vorher schon mal gewogen hatte, mit Kern und Schale, ist mir jetzt eingefallen, jetzt stimmt ja das Gewicht nicht mehr. Also wieder die Tara einstellen. Und nochmal schauen, wie viel es jetzt ergeben hat. Einmal etwas flüssiger. Das war die Masse am Anfang. Und die festere ist das, was ich wirklich durchgepresst habe. Jetzt habe ich alles ausgekratzt und es ergeben 946 Gramm. Ich würde sagen, ich mache trotzdem 1 Kilo 1 zu 1 Chilierzucker rein. Dann hat es auf jeden Fall den gewünschten Effekt und es ist nicht zu flüssig. Ich mache noch eine Zimtstange rein für den Geschmack und jetzt den Zucker. Einmal umrühren und dann die ganze Masse erhitzen. Aufkochen lassen und wenn es dann kocht, 4 Minuten blubbern lassen und dann abfüllen in die Gläser. Das machen wir jetzt. Das Ganze erinnert mich sehr an Apfelmarmelade. Bin ich mal gespannt, wie es dann am Ende schmeckt. Immer wieder mal umrühren, damit nichts anbrennt. Die Gläser und Deckel, die habe ich jetzt mittlerweile sterilisiert. Die Deckel habe ich mit kochendem Wasser ausgespült und die Gläser habe ich im Backofen erhitzt. So, das Ganze blubbert jetzt. Also 4 Minuten einstellen und dann den Schaum noch abschöpfen, wie man hier sieht. Und dann kann man es in die Gläser füllen. Aber vorsichtig, das Ganze spritzt. Sieht schon sehr gut aus. Also die ganze Masse geliert gut. Die Zeit ist vorbei, also den Herd ausschalten, den Schaum abschöpfen. Den kann man natürlich auch schnell beim Frühstück schon verwenden, aber der sieht halt nicht so schön aus und manche sagen auch, das ist nicht so lagerfähig. Und es sieht wirklich so aus, als ob es sehr gut geschmiert ist. Und jetzt das Ganze in die Gläser umfüllen. Schön vorsichtig, damit sie nicht überlaufen. Und dann gut zudrehen und auf den Kopf stellen. Besser. Ich halte es immer gerne mit dem Geschirrtuch fest, weil die Dinger eben wirklich heiß sind. Naja, und das dauert halt eben seine Zeit, wie alles eben so beim Kochen und Backen und Einmachen seine Zeit dauert. Aber am Ende hat man immer eigentlich ein schönes Ergebnis und darüber kann man sich ja dann freuen. Das sieht nach dem letzten Gläschen aus. Sieht man noch eine Sache, die ganz wichtig ist beim Marmelade einkochen. Der Rand muss sauber sein, sauber bleiben, damit sich da keine Pilze bilden oder Schimmel. Also wische ich das noch kurz ab und dann sind alle Gläser voll. Ich probiere das Ganze jetzt mal und ja, schmeckt eigentlich gut. Bisschen nach Zimt und erinnert auch an Apfelmarmelade. Auch wenn man ja immer sagt, grüne Tomaten sind giftig, denke ich, in kleinen Mengen ist es in Ordnung, dies zu essen. Und ist auch mal so eine schöne Sache,
grüne Tomaten zu verarbeiten, die man sonst wirklich auf den Kompost hauen würde, weil sie vielleicht irgendwelche Macken haben, wo man sie dann nicht mehr nachreifen lassen kann. Fand ich eine schöne Sache, das auszuprobieren. Und ich denke, die Leute, die mal so ein Glas bekommen, freuen sich auch drüber. Ich freue mich auch am Frühstückstisch. Und so verabschiede ich mich heute von euch. Gebt mir einen Daumen hoch oder uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Jetzt habt ihr mich auch mal kennengelernt im Vordergrund. Ich mache so auf Instagram immer die Einlegesachen und so ab und zu auch die Fotos mit. Ja, also, macht's gut!